Hallihallöchen und willkommen zur 13. Folge von Five Nights at Freddy's. Die mystische Zahl 13. Vielleicht steckt ja etwas drin. Ne? Letztes Jahr in meinem Langzeitprojekt von Wer wird Millionär hat's funktioniert. In der 13. Folge habe ich endlich die verdammte Million gewonnen. Ja, gut, bei Vanish hat sich in Folge 13 gar nichts getan, aber das liegt an diesem doofen Spiel. Da ist ja überhaupt nichts möglich. Ich bin halt wieder zuversichtlich, weil ich es in den letzten beiden Folgen so kurz vorher verloren habe. Also es war wirklich fast 6 Uhr. So, die anderen sind schon alle unterwegs, aber das können wir wahrscheinlich eh nicht verhindern. Die Hauptsache, Freddy bleibt hier. In der letzten Folge habe ich halt den Fehler gemacht, ich habe den Strom zu stark verbraucht, weil ich die Kamera ein bisschen zu oft aufgerufen habe. Und dummerweise stand auch die Hasentrulla Bonnie sehr lange vor meiner Tür. Was mir dann auch den Rest gegeben hat. Ab und zu mal gucken. So alle 5, 6, 7 Sekunden. Dürfte völlig reichen. Auch Pirate Cuff ist somit sicher. Hoffe ich zumindest. Und auf die Geräusche hören. Das Licht checken. Hör, dreh dich nicht um. Bleib mal schön da sitzen, mein kleiner Hasi-Blasi. Gut. Jemand von euch hat in die Kommentare eines früheren Teils geschrieben, er wettet, in der 13. Folge klappt es. Dein Wort in Freddys Ohr. Ich weiß nicht mehr, von wem es gerade kam. Ich dachte gerade, er wäre weg. Mein Herz schlägt Purzelbäume. Kruzi Türken. Doofe Geräusche. Doofe Geräusche, die mir nicht so viel Freude machen. Ja, warum lache ich dann? Was? Weil Bonnie da ist. Immer ein schöner Anblick, sie zu sehen. Und ein noch schönerer Anblick, sie wieder gehen zu sehen. Hi, Freddy! Schön guckste. Oh Mann, mach bloß nicht das wie in der letzten Folge hier. Dass du hier dich wieder dran gewöhnst, hier vor der Tür rumzulungern. Danke. Ja, manchmal hören sie doch auf mich. Ja gut, ich bin jetzt nach 13 Folgen inzwischen zu sowas wie einer Vaterfigur geworden für die vier. Deswegen wollen sie auch ständig zu mir. Klickedi-klick. Freddy ist noch an Ort und Stelle. Gelle. Pirate Cuff auch. Da lugt Foxy immerhin schon mal den Kopf durch den Vorhang. Also, Obacht, Obacht. Sonst scheppert hier die Hütte bald. Normal schauen, jawohl, das läuft, das läuft. Das läuft wie die Pizza auf dem Käse. Denn jetzt geht sie los, unsere Polonaise. Vielleicht wollen die eine Polonaise machen. Gehe ich mit den vier hier einmal eine Runde durchs Lokal und dann hier zu Gottlieb Bendehals. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Ich weiß, ich werde albern. Entschuldigung. Ich weiß noch nicht mehr, was ich reden soll nach 13 Folgen. Zum Spiel brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Das hat inzwischen jeder gerafft. What? 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 Schöne Reaktion hier wieder. Bonnie, Bonnie, immer für eine Überraschung gut. Selbst nach so vielen Episoden. Und schon ist sie wieder weg. Sehr brav heute. Gestern war sie ein bisschen zickig, aber heute doch. Ich glaube, die sind heute relativ freundlich gesinnt. Relativ. Bist du noch da, Freddy, mein Schatz? Guckt mal auf die Uhren, guckt mal auf den Stromverbrauch. Bin ich gut oder bin ich gut? Und jetzt sag noch mal einer, die Technik ist schlecht. Den zieh ich durch die Kommentare hier zu mir und zieh ihm die Rotzlöffel lang. So.
Ja gut, nach 13 Folgen muss man langsam mal rauskriegen, wie es funktioniert. Aber ich muss auch sagen, die großen Let's Player haben auch sehr lange gebraucht. Markiplier zum Beispiel, der hat fast alles rausgeschnitten. Der hat, glaube ich, 8 Folgen gemacht, aber hat auch stundenlang dran gesessen. Da ich meistens zu faul bin zum Rausschneiden, sende ich eben alles! Bonnie! Bonnie! I love you! I love you, Bonnie! Bonnie Baby! Benny, Benny, Bolly, Bolly, Baby, Bibi, Bubu. Weg? Schön. Hab, hab, hab. Was denkt ihr? Klappt's heute? Sagt bloß nicht nein, ich hab das gehört. Haben so einige gesagt, huch, klappt doch eh wieder nicht. Glaubt nicht, dass ich euch nicht höre! Tür zu! Och, Bonnie, du gehst mir auf den Zenkel. Und wieder ist er weg. Die spielt hier lustiges Katz und Maus mit mir. Es ist 4 Uhr und wir haben noch fucking 35% Strom. Ich werd bekloppt, Leute. Ich werd bekloppt. Da geht mir gleich einer ab. Und Freddy, gelähmt wie eine gestochene Wespe oder so. Eine gestochene Wespe. Ein wespengestochenes Opfer, wollte ich sagen. Boah. Herr Daddel, halten Sie einfach die Klappe und spielen Sie. Ja, ich weiß. Mache ich ja schon. Wisst ihr was? Wenn es 5 Uhr ist, was ich dann mache, dann mache ich die linke Tür erstmal eine Zeit lang zu. Da haben wir erstmal ein bisschen Luft. Wir haben so viel Strom übrig, es ist ja unglaublich. Mir wird ja Angst und Bange. Ja, Freddy, da guckst du. Kommst nicht weg von deinem Platz, ne? Hast du endlich deinen Meister gefunden? What the fuck? Mach die Tür zu! Ah, mein Gott, muss ich mich nochmal hier erschrecken? Kurz vor Sonnenaufgang. Weg ist er? Ha, Freddy! Freddy, mein Lieblingsteddy. So, wop, schugeduk. Schugeduk, schugeduk. Geht ganz... Oh, es ist 5 Uhr und wir haben noch 20%. Ja, das ist ja der Hit. Das ist ja der absolute Oberhammer. Ich mache mal schnell die Tür hier zu und die auch. Ich muss mal kurz Pirate Cuff checken. Okay. Das war mir nämlich jetzt zu riskant. Okay. Cool bleiben jetzt. Jetzt werde ich doch ein bisschen nervös langsam. Kameras? Ja, okay. Tür! Oh, ich habe so Angst, dass die den Schalter kaputt macht und die Tür nicht mehr funktioniert. Ich krieg Anfälle. So, wir haben es gleich, Leute. Wir haben noch 10% und es ist gleich geschafft. Bitte, bitte. Nach so vielen Folgen, endlich diese verdammte Nacht. Ich mach die Tür jetzt gar nicht mehr auf. 8% müssten reichen. Na gut, wir machen doch nochmal kurz auf. Leute. Bitte, wird 6 Uhr. Ich gucke die ganze Zeit oben rechts. Wo ihr gerade meine Fratze seht, also rechts davon, wo die Uhrzeit steht. Yes, endlich geschafft! Yeah, 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 geil! Ja! Mike Schmidt heiße ich. Und ich krieg meinen Check. $120. Endlich! Und ich bin jetzt fest angestellt. Und ich habe ein Sternchen bekommen. Ich bin entzückt quasi. Ich habe endlich die Technik gefunden, die wirklich, ne, Erfolg hat. Wollt ihr auch noch eine 6. Nacht? Hm? Wollt ihr? Und vielleicht noch eine 7.?
Wenn ihr jetzt alle ja schreit, dann mache ich das natürlich für euch. Ach, ich bin jetzt gut drauf. Ich bin jetzt so. Ach, sorry. Ich muss mich einfach freuen. Ich hoffe, ihr habt euch mit mir gefreut und seid auch bei der 6. Nacht, also der 1. der beiden Zusatznächte wieder dabei. Und ja, ich kann jetzt gut schlafen. Macht's gut, bis morgen. Tschüssi!